Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Live-Musik ist keine Lösung Box von Alligator. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alligator, Live-Musik ist keine Lösung, beziehungsweise Himmelfahrtskommando-Tour, so nennt sich das Ganze. Und hier auf der Front sehen wir diverse Plakate, also im Hintergrund noch Live-Musik ist keine Lösung, das aber sehr stark abgerissen bzw. überklebt. Und hier überklebt mit Himmelfahrtskommando-Postern, Aufhängern von Alligator. Und hier unten haben wir noch einen Penner, einen Obdachlosen höchstwahrscheinlich, der hier auf der Straße liegt, zugedeckt mit einem Alligator-Poster. Und hier steht noch, Mama, kannst du mich abholen? Was hier auch noch auffällt, ist natürlich der 12er, ein FSK-Sticker, der Gott sei Dank als Sticker auch dementsprechend zu entfernen ist. So. Sieht das Ganze gleich besser aus. Wir lesen hier Trailer Park und das Logo der dicken Frau. Himmelfahrtskommando Tour. Dann hier das A von Alligator. Live-Musik ist keine Lösung auf der linken Seite. Und auf der Rückseite alles blank weiß, bis auf diesen Rahmen, bis auf diese Zierleiste, Barcode und Credits. Alles klar, dann schauen wir mal hinein. Es ist eine Standard-Clubbox und wir haben als Inhalt einmal ein T-Shirt, die Himmelfahrtskommando-DVD, das Album 10 Jahre Alligator und das eigentliche Album Live-Musik ist keine Lösung bzw. Himmelfahrtskommando-Tour. Die CD war hier angebracht, hier eingefasst, ansonsten die Box leer. So, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also, selbes Cover wie auch schon auf der Box. Und wir sehen hier sofort, wir haben zwei CDs. Wir haben Features von Battleboy Basti. Ja. Und das war's. wobei, Trostpreis dürfte wohl mit Jimi Hendrix sein. Also, weiß nicht, ob jetzt nur die Alligator-Strophe ist oder ob Jimi Hendrix hier auch stattfindet auf diesem Track. Die Originalversion ist natürlich mit ihm. Ja, aber wie gesagt, Battleboy Basti als einziges Feature angeführt. Meine Favoriten dieser beiden CDs und generell der hier aufgelisteten sind. Lass liegen, ist auf jeden Fall ein sehr krasser Track. Was haben wir noch? Fick ihn doch, gefällt mir nach wie vor sehr gut von Triebwerke. Trostpreis. Wie gesagt, die Strophe von Timmy feiere ich jetzt nicht so, aber speziell der Refrain Ohrwurm des Grauens. Und ansonsten, ja, willst du natürlich, hat echt alles abgeräumt damals. Ja, das sind so die jetzt mir speziell hängen geblieben sind. Also sind auch schon ein paar ältere Tracks dabei, wie zum Beispiel, das ist dann auf dem anderen, auf dem 10 Jahre Alligator. Also das ist jetzt wirklich, Musik ist keine Lösung, beziehungsweise Triebwerke. Dann haben wir einmal das Booklet. Schauen wir gleich mal hinein, wenn es geht. So, aber jetzt. So, Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier Eindrücke von der Alligator-Tour. So sah das damals aus auf der Himmelfahrtskommando-Tour mit fliegendem Streitwagen. Ja. Alligator-Konzerte generell immer sehr gut besucht. Das beherrscht der gute Mann. Und hier weitere Eindrücke.
Okay, und hier sieht man noch aufgelistet, wer alles dabei war auf der Tour. Relativ unübliches Booklet. Normalerweise hat man irgendwie die Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer jetzt für Text, Beat, Produktion etc. verantwortlich ist. Ist hier gar nicht der Fall. Dafür eben Eindrücke von der Tour und eben eine Auflistung aller Beteiligten. Ist mal was anderes. Dann haben wir hier einmal die CD1 in schwarz-weiß gehalten. Ja. Und dann haben wir jedes Mal CD2. Und hier nochmal eine Aufnahme des Alligator. Live-Musik ist keine Lösung, beziehungsweise Himmelfahrtskommandos. Und dann haben wir als zweite CD, beziehungsweise als zweites Album 10 Jahre Alligator. Also das ist ein Best-of. Und wir sehen es, da sind noch ältere Tracks dabei, wie zum Beispiel Counter-Strike Song oder Dunkel war's. Die haben ja doch schon ein paar Jahre auf dem Rücken. Wir haben Features von Jimi Hendrix. Hier steht er lustigerweise dabei bei Trostpreis. Und hier noch was der Bauer nicht kennt mit Jimi Hendrix und Basti. Und rein jetzt von diesen 10 Jahren muss ich ehrlich sagen, ja, wie gesagt, Trostpreis gefällt mir richtig gut. Alligator, der Lady Gaga Remix ist auch, also vielleicht kennt ihr das von Lady Gaga, dieses Alejandro. Und das hat eben Alligator abgewandelt. Und alleine der Refrain, genauso wie bei Trostpreis, also Ohrwurm, unfassbar guter Track. Ansonsten, ja, lass liegen und fick ihn doch. Also genau die, die ich auch schon auf dem vorigen Album aufgezählt habe. Haben es auch allesamt hier aufs Best-of geschafft. Gefällt mir gut. Vielleicht noch kurz was zum Cover. Wir sehen hier seinen Kopf in der Mitte zerteilt und das ist so wie die Jahresringe bei einem Baum. Bedeutet, wir haben hier die Chronologie. Das heißt, hier ist dann zum Beispiel aufgeführt, 2014 war Crack Street Boys 3, 2012 Crack Street Boys 2 oder 2000. 13 Triebwerke und Überstunden, 2015 Musik ist keine Lösung. Also es wurde hier alles eben chronologisch, wurden die Releases hier vermerkt. Hier nochmal übersichtlicher. Gut. Und dann haben wir hier die CD, auch eben in dieser Baumoptik mit diesen Jahresringen. Ansonsten der Hintergrund glatt weiß. Und die CD im ja, Digipack. Relativ schlicht gehalten. Dann haben wir die DVD. Dieser haben wir auch den 12er, den FSK 12 Sticker auf der Box zu verdanken. Hier sehen wir Alligator live. Ein Foto, das kennen wir auch schon aus dem Booklet. Hier eine kurze Story bzw. ein Text, der die Tour beschreiben soll. Ja, ich werde das jetzt nicht vorlesen, aber wenn euch das interessiert, einfach das Video anhalten und hier mal in Ruhe durchlesen. Cover kennen wir bereits von der Box. Booklet haben wir hier keines. Und hier die DVD in schwarz-weiß gehalten. So sieht das Ganze aus. Na, gefällt mir richtig gut. Gerade auch, dass man für die DVD eine, ich sag mal, hochwertige Hülle mit reingelegt hat und nicht einfach eine Papphülle. Das sieht doch deutlich besser aus im Regal. Kann man sich schön ins DVD-Regal stellen. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir dann noch ein T-Shirt. Und das hat Alligator in diesem Fall sehr speziell gemacht. Nämlich haben wir hier den Aufdruck: Ich kenne Alligator schon seit dem Mittelalter. Hier unten noch das A, das Logo von Alligator. Und speziell an diesem T-Shirt ist eben, dass drei verschiedene T-Shirts produziert wurden. Nämlich einmal dieses hier, ich kenne Alligator schon seit dem Mittelalter. Und dann gab es aber noch zwei weitere Varianten, nämlich einmal, ich kenne Alligator schon seit der Renaissance und ich kenne Alligator schon seit dem Urknall. Diese drei gab es und es war eben reiner Zufall,
welches man mit der Box kauft. Also es war nicht irgendwo ersichtlich. Und das ist dem geschuldet, dass Alligator ja speziell mit Triebwerke und Willst du endgültig so einen Durchbruch geschafft hat, obwohl er ja schon lange, lange aktiv ist. Und wie es dann so oft ist, gibt es dann halt oftmals Probleme mit den alteingesessenen, ich sag mal Hardcore-Fans, die schon seit vielen Jahren dabei sind, Untergrundfans und den Fans, die dann erst auf den Zug aufspringen, wenn Alligator irgendwie, ich sag mal, im Mainstream angekommen ist, beziehungsweise im Radio angekommen ist. Und dann gibt es oftmals diese Anfeindungen von wegen, ja, was wollt ihr alle? Ich kenne Alligator schon seit dem und dem Release, ich war von Anfang an dabei und ihr ganzen Erfolgsfans, was wollt ihr mir erzählen und so weiter. Also ihr kennt das nicht nur bei Alligator, dass diese Entwicklung machen ja viele Musiker, viele Rapper mit. Und deswegen hat Alligator das, finde ich, sehr gut verarbeitet, sehr gut integriert in diese Box mit diesen T-Shirts. Das T-Shirt hat sonst keinen Aufdruck, also keinen Neckprint oder auf den Ärmeln irgendwas. Wir haben es zu tun mit einem BC-Shirt L. Oder BNC, B und C. Ich sage immer BC. Und hier haben wir die Infos. Naja, etwas unscharf. Wir haben es zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze wurde hergestellt in Bangladesch. Gut, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier, ich kenne Alligator schon seit dem Mittelalter, auf der Brust bis hinunter zum Bauch, unten das A von Alligator, sein Logo, oben diese zwei gekreuzten Pfeile. Und rein so von der farblichen Gestaltung finde ich das sehr gelungen. Also schwarz, weiß, orange. Sieht echt, echt gut aus. Und wie gesagt, die Message speziell bezüglich seiner Fans, bezüglich der Streitereien in den eigenen Reihen. Und deswegen finde ich das T-Shirt sehr, sehr gelungen. Und ja, wie gesagt, in drei verschiedenen Varianten war dies in der Box erhältlich. Einmal seit dem Mittelalter, einmal seit der Renaissance und einmal seit dem Urknall. Aber ich bin zufrieden, dass ich das Mittelalter erwischt habe. Und zum Abschluss fassen wir noch zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L. Einmal die Alligator Himmelfahrtskommando Tour DVD. Das Album 10 Jahre Alligator. Und das Album Live-Musik ist keine Lösung, beziehungsweise Himmelfahrtskommando Tour. Das alles in dieser wunderbaren Box. Himmelfahrtskommando Tour bzw. Live-Musik ist keine Lösung von Alligator. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alligator unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.